Hey, aber komm, es ist besser als eine Route für Laborinstrumente, Labormusik zu nennen. Eine kleine Labormusik, oder wie? Ja, genau. Ja, mit Laborinstrumenten macht man Labormusik, oder? Oder Witz. Und Babyöl wird aus Babys gemacht, ich weiß, danke. Kindermilch, mit Kindermilch. Hört sich so komisch an, wenn die aus 60% bleibt. Staubsauger ist nichts. Ich registriere bisher keine Was? Explosion? Ölplattform? Yeah. Hab Reparaturkits, hab alles da, alles in Butter, alles im Grünen. Panik! Kann mal jemand den Panic-Button auslösen, bitte? Schmutzwasserpumpe, ungerechneter Algorithmus, Nanobots. Wo ist die Notfallausrüstung? Auf irgendeinem Schiff kurft die Notfallausrüstung rum. Das ist nicht gut. Bekamen wir so wenig Schiffe, da bleibt nicht so viel Wahl. Ich gehe es gerade mit Tab durch, stress nicht. Ich habe das Gefühl, ja, ich bin schon dritten Mal beim selben Schiff, okay. Kann sein, dass du oder dass wir oder dass ich, als wir die. Ah, warte mal, das ist eine zweite Seite, hoppla. Boah. Herzinfarkt. Da schon, wir haben die vielleicht mit versenkt. Wäre ungut. Oder? Ja, wäre ziemlich ungut, aber ich bin unterwegs mit der Notfallausrüstung. Ich die brennende Bohrinsel finde ich da. Nein, nicht aufs da. Ach, da unten ist die. Motorboat. Schnupfen, wo war ich gerade? Auf Handelsroute negativ. Gut, das der Radiallüfter kackt gleich noch ab. Hört sich einfach nicht gesund an. Ich wollte gerade noch irgendwas erzählen. Das ist schön, wenn man eben so den Faden abreißt. Wenn man Nadel und Faden dabei hat. Ja. Aber wie ich schon immer beim Livestream gesagt habe, ich habe schon so viele Fäden verloren, dass ich mir ganze Tücher draus gebogen habe. Ding, Edna und Harvey hast du nicht gespielt? Nein, habe ich noch nicht gespielt. Da möchte ich jetzt vor allem nochmal Runaway, den dritten Teil, erstmal spielen. Dann Deponia, Chaos of Deponia, das habe ich mittlerweile auch da liegen, das ist auch toll. Da war ich wieder in meinem tollen Laden, habe das für, ich glaube, 6 Euro oder so abgestaubt. Auch für den Preis bei Amazon, nicht Amazon. Es war so lustig, ich habe mir irgendwie, wie viel, für ein Summer Sale habe ich mir, glaube ich, 10 oder 20 Euro draufgeladen. Und dann war das irgendwie so reduziert, dass mir noch 1,20 oder so gefehlt haben. Und ich habe alle meine Karten verkauft, meine neuen Spiele noch mal gestartet, weil davon gibt es ja auch in den ersten paar Minuten ziemlich viele Karten. Und dann habe ich dank dessen jetzt, glaube ich, noch die ganzen neuen verkauft und jetzt noch 18 Cent oder so drauf und alle Deponia. Also den ersten Deponia habe ich für 10 Euro gekriegt, während er überall sonst noch 20 Euro oder so gekostet hat. Das ist das Schöne, wenn man so Restposten abgreift. Den Chaos auf Deponia jetzt habe ich für 5 oder 6 Euro gekriegt, obwohl er überall noch 10 oder 12 kostet. Also auch zum halben Preis. Und jetzt warte ich halt, dass der dritte irgendwo abgegriffen werden kann. Für beide Deponia. Gab's auch beim Summer Sale? Ja, ich weiß, aber ich sammle die Hülsen. Die Hüllen, also das. Die Hülsen. Die Hülsen. Die Hülsenfrüchte. Ja, die DVD-Packungen gehören für mich zu den Hülsenfrüchten. So wie Erbsen und so. Egal, jedenfalls, wenn ich die Chance habe, dass ich diese Packungen irgendwo kriege, hole ich mir die. Und ich hätte so kotzen können bei Child of Light. Ist doch nicht.
Ich hätte so kurz können bei Child of Light. Ich habe mir das Spiel bei Steam gekauft, als es in einer Aktion war. Irgendwie zum halben Preis oder so. Und zwei, drei Tage später habe ich es im Geschäft eben gesehen. Um 5 Euro teurer, aber dafür mit Poster, mit Artbook und irgendwas noch dabei. Also, da. Das ist ehrlich. Ich habe dann überlegt, ob ich mir nicht hole und den Key von dem Spiel dann versteige oder verschenke quasi, aber. Versteigern, nicht gut verschenken, aber hab's dann gelassen. Naja, zu dekadent. Na, ich dachte mir einfach nur, okay, das war jetzt Arschkarte, das war Pech und nächstes Mal läuft's wieder. Aber falls einer von euch Deponia gekauft, Child of Light gekauft hat, und dieses Hüllenzeug und das alles nicht braucht und das noch in zumindest halbwegs gutem Zustand ist, ich würde es nehmen. Meine ja nur. Psch. Hört mal. Du klingst teilweise etwas abgehakt. Bist du ein bisschen weiter vom Mikro, oder? Nö, ich rede dann, glaube ich, zu leise, oder? Oder hat man mich jetzt auch abgehakt? Ja, jetzt gerade nicht. Zu leise wäre es mir aber auch nicht vorgekommen. Ja, nee, aber wenn ich zu leise bin, um es auszulösen, deswegen. Abgeschlossen. Achso, hast du die Grenze vom Teamspeak so weit oben, wegen der Tastatur oder was? Okay. Ja, das ist auch was Lustiges. Früher hat man dieses Hacken von den mechanischen Tastaturen so die Nerven geraubt und mittlerweile habe ich es ganz gut unter Kontrolle. Außer mein Teamspeak meint von jetzt auf heute, also mit PC-Neustart irgendwie die Mikrofoneinstellung zurückgestellt, ja. Na, aber es stört mich eigentlich auch nicht mehr so, weil ich jetzt selbst eine mechanische habe. Meine ist zwar gedämpft, ist nicht ganz so laut, aber. Mechanische Tastatur. Ich wollte. Da ich sage. Du hast gar kein Review zu deiner gesagt. Doch, habe ich. Echt? Ist am Blog, ist ein Artikel. Ganz ein Artikel? Also kein großer Artikel, es war nur so eine Anmerkung. Also zuerst, dass ich die neue bekommen habe, dass ich die eben bekommen habe. Und danach habe ich nochmal einen zweiten geschrieben, wo ich so grob meine Erfahrungen jetzt kundgetan habe. Ich glaube, ich habe nur den ersten gelesen. Handelsroute ineffizient. Man kann auf meinem Blog jetzt übrigens auch wahnsinnig viele Texte längeren Ausmaßes, also richtige Artikel mit allen möglichen Themen. Muss ich mal zumachen, es fängt gleich zu an zu regnen. Schaut zumindest so aus. Bei uns schon den ganzen Tag bewölkt. Na, bei uns war es bis Mittag jetzt eigentlich heiter Sonnenschein. Also. Nee? Ja. War gerade so Block, genau. Aber jetzt ist es heller draußen. Ich habe jetzt meinen Roller runter. Bei uns zieht es gerade zu. Man kann seit einiger Zeit jetzt wieder vermehrt Artikel auf meinem Blog lesen über Gott und die Welt, also alles kreuz und quer, einfach mal freie Gedanken oder ein bisschen was Philosophisches. Hab mittlerweile Artikel zu den Themen Hintergründe der Fußball-WM. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los hier bei uns. Faszination Tod. Faszination Tod. Bist du unter die Nekrophilen gegangen? Ja, genau. Immer wenn du dieses Fleisch da ausgräbst. Außerdem, man darf nicht vergessen, am 4. Dezember, hallo. Keiner hat. 4. Dezember. 4. November, Verzeihung. Weltknuddeltag. Der 4. November. 4. November ist Weltknuddeltag. Und die Nekrophilen haben das beste Motto für diesen Tag. Erst buddeln, dann knuddeln. Oh. Alter. Das ist schon makaber. Egal, was ich gerade sagen wollte. Na, es geht einfach in dem Artikel um das Paradoxon, dass einerseits der Tod irgendwas Abstoßendes für uns ist, wo wir uns eigentlich nicht damit beschäftigen, aber so hinten nach
jeder für sich selbst dann im Insgeheimen doch irgendwo diese Faszination hat, was kommt danach, man will es wissen, warum handeln alle guten Stories irgendwie von einem Toten oder so, oder einem, der am Schluss stirbt, oder warum muss in jedem guten Film und guten Buch am Schluss einer sterben und so weiter. Was uns langweilig ist, aber es ärgert einen trotzdem. Das ist das Miese an der Geschichte. Ja. Vor allem, wenn aber man so 10 Stunden eine Serie guckt und dann stirbt der Lieblingscharakter einfach. So. Das finde ich aber hart, das machen ja manche. Also bei Anime bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es viele so machen. Vor allem bei Anime, die länger laufen. Die schauen, welcher Charakter, welcher Nebencharakter ist am beliebtesten und den lassen sie sterben. Gibt es eine riesige Diskussion. Den größten Hype. Genau, weil bei One Piece zum Beispiel, dass Ace stirbt, war ja bedingt irgendwo eigentlich nutzlos. Es hat nichts gebracht für die Story, weil das alles andere hätte trotzdem genauso passieren können. Ruffy hätte trotzdem seine Crew spalten können und auf Training gehen können, weil er sowieso stärker werden hätte müssen. Was er vorher auch schon gewusst hat. Er hat nur noch einen zusätzlichen Ansporn eben bekommen. Und alles andere hätte sich genauso weiterentwickeln können. Backe Handspender schon wieder, da kommt einmal die Sonne raus hier. Bei uns hat es sich gerade verzogen, jetzt weiß ich auch, wo sie hingewandert ist. Ja. Aber egal, ich wollte ja eigentlich gerade noch über den Blog reden. Ja. Dann jetzt neuester Artikel, kompetitiver E-Sport, was sind die Voraussetzungen dafür, wie kann man als Mensch da rangehen? Das ist ein zweiteiliger Artikel, der ist relativ lang geworden bei der Konzipierung. Der zweite Artikel müsste übrigens am 28. 9, am 29.07. rausgekommen sein, um 14 Uhr. Boah, der ist nämlich fertig, den habe ich von Herz aus gesehen, gestern Abend geschrieben und geplant. Okay. Während ich LCS geschaut habe. Oh, ich könnte das in einem Einzeiler beschreiben. Dann mach mal. Nicht feeden. Oh, das war so offensichtlich, dass es nicht kommt. Ja, ich sollte selber damit aufhören. Nein, aber ich habe halt wirklich im zweiten Teil jetzt. Du hast es noch nicht gelesen, weil das Zeug einfach noch nicht draußen ist, aber wenn ihr jetzt das Video seht, ist das draußen. Einfach beschrieben, wie es immer. Was ist das? Das richtige Werkzeug macht den Wissenschaftler. Sie haben eine Unmenge Laborinstrumente produziert, 1000 Stück. Toll. Drittes Sternchen, yay. Also welche Arten von Spielern es überhaupt gibt. Habe ich ja schon im ersten Teil beschrieben. Also von Spielern. Welche Arten von Menschen, wie die da rangehen können. Und im zweiten. Lass mich da mal aus dem Spiel, bitte. Bei dir bin ich mir nicht sicher, ob du einfach nur der Troll bist oder der zähe Spieler. Der zähe Troll. Der zähe Troll. Ich weiß, dass du auf keinen Fall ein schlechter Verlierer bist, das ist mir klar, aber. Wobei ich dich fast eher so in Richtung Kämpfer auch eingestuft hätte, weil wenn du verlierst, ja scheiß drauf und nächstes Spiel. Echt? Ich weiß, bin vor jedem Spiel so eine Riesenhürde, weil die Chance besteht, dass man verlieren kann. Selbst ja, natürlich, aber du bist so ein Spieler, der nach einer Niederlage sagt, okay, ich hau sofort wieder rein. Also du bist jetzt nicht einer, der sagt, okay, scheiße, ich spiele das Spiel jetzt nicht 3 Wochen, oder? Ach so, ja, das ist ja dumm. Also du haust dann sofort wieder rein, und auch wenn du danach ein Normal machst oder irgendwas anderes oder sonst irgendwas, du klatscht halt sofort ins nächste Spiel rein. Du bist jetzt nicht einer, der sich da 100.000 Gedanken drüber macht, hätte, könnte, würde, wäre. Hätte, hätte, sondern Fahrradkette. Genau, sondern haust einfach direkt wieder rein. Ja. Das ist halt eher so in Richtung Kämpfer, und das ist halt das Problem, weil die meisten Spieler halt eigentlich ausgeglichene Spieler sind, aber irgendwie in Richtung Kämpfer oder in Richtung zäher Typ gehen. Wenigen vertrauen. Darum bitte ich Sie um haben wir auf der unteren Insel, auf Helios, tonnenweise. Okay.
Beeil dich, kann nicht ewig hier bleiben, aber ohne Garantie.